Guten Morgen, liebe Pilzfreunde. Monika und ich sind wieder mal gemeinsam unterwegs. Wir sind gespannt, was wir alles finden. Ja, guten Morgen miteinander. Es ist noch kalt, es war gefroren, es hat bei mir geschneit. Darum bin ich gespannt auf Jürgs Mochelplätze. Viel Spaß! Ja, der Frühling, der kommt. Man sieht das den Blumen an, das Veilchen blüht auch schon. Ja, und die Schlüsselblumen, die kommen auch schon zum Vorschein. Das ist die hohe Schlüsselblume. Ja, Monika hat bereits die erste Morchel gefunden. Eine wunderschöne Spitzmorchel, aber die lassen wir noch wachsen. Sehr schön. Auch diese sind noch zu jung, um mitzunehmen. Schon wieder eine. Wunderschöne Morchel. Wunderschön. Ja, diese hier, die sind der Hammer. Aber auch noch zu klein, um mitzunehmen. Seht ihr die? Die ist einfach wunderbar. Schon sehr groß. Ja, wunderschön. Wunderschöne Murchel. Wow. Wunderbare Murchel. Und sehr viele sogar. Ja, die sind auch sehr groß schon. Ja, der Hammer. Monika ist happy. Wir haben sehr schöne Morcheln gefunden. Schaut mal her. Wahnsinn. Toll. Mega toll. Was ist denn das hier? Das sind sehr schöne Kelchbecherlinge. Hier sehen wir das Scharboxkraut und das ist sehr, sehr gut für Insalaten, hat einen hohen Vitamin C-Anteil. Aber nur sammeln, solange es nicht blüht. Ja, und auf diesem Holzstück haben wir den harzigen Sägeblättling gefunden. Der ist nicht essbar, dennoch sehr schön zu finden. Das sind Huflattichblüten und die sind ideal für Tee. Hier am Wasser wächst die Bachbunge. Sehr gut in Salaten, ein bisschen bitter, aber sehr gesund durch die Bitterstoffe und hat einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Das sind Fichtenzapfenhelmlinge, die sind nicht essbar und riechen sehr stark nach Chlor. Unten sehen sie so aus. Sie haben einen gräulichen Stiel, oben sehen sie so aus. Und hier haben wir Sandfußrüblinge gefunden. Die sind zwar schon zu alt, um mitzunehmen, aber dennoch schön. Ja, solche Morcheln sollte man niemals in der kleinen Größe ernten. Einfach schade. Diese Leute sollten sich schämen. In dieser Größe sollte man die Morcheln nicht ernten. Die sind noch viel, viel zu klein. Hey, jetzt habe ich eine TikTok-Kollegin im Wald getroffen. Immer sehr schön. Und wir hatten sehr viel Freude miteinander. Super, gell? Cool. Cool. Dankeschön. Und hier haben wir Fichtenzapfenrüblinge gefunden. Die mit dem gelben Stiel. Der Stiel ist sehr, sehr zäh.
aber die sind sehr, sehr gut. Zum Beispiel in der Omelette. Meine Kollegin hat das gerade gesagt. Ja, gell? Omelette, wow, ist lecker im Fall. Cool.